Zieht Ukraine die Notbremse? Selenskyj bittet um Gespräch mit Putin. Russische Medien zitieren offizielle ukrainische Quellen, die die Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts mit dem Donbass ausschließen. Mit beschwichtigenden Worten meldete sich der ukrainische Oberkommandierende und der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten zu Wort. Letztendlich bittet nun Selenskyj um die Vermittlung eines Gespräches mit Putin. Mit vorsichtigem Optimismus könnte man die Meldungen lesen, die die internationale Öffentlichkeit aus der Ukraine erreichen. Die verbalen Äußerungen stehen allerdings im Widerspruch zur realen Situation an der Frontlinie im Donbass, wo beide Seiten sich hochgerüstet in Erwartung von Angriffsbefehlen gegenüberstehen. Am Sonntag meldete sich als erster der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte mit beschwichtigenden Worten. Es werde keine militärische Lösung des Konflikts im Donbass geben. Warum allerdings nicht gleichzeitig ein Befehl gegeben wurde, die an der Frontlinie stationierte Kampftechnik zurückzuziehen, bleibt als unbeantwortete Frage im Raum stehen. Am Montag meldete sich der Pressesprecher des ukrainischen Präsidenten zu Wort, dass niemand aktive Kampfhandlungen im Donbass plane. Man kann nicht gegen seine eigene Bevölkerung ins Felde ziehen. Man kann nicht auf sein eigenes Territorium angreifen, so der Sprecher. Am späten Montagvormittag melden russische Medien, dass der ukrainische Präsident Moskau gebeten habe, ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin zu organisieren. Er möchte mit Putin die entstandene Lage im Donbass besprechen. Am vergangenen Sonntag äußerten sich viele russische Politiker und Offizielle zur Lage in der Ukraine. Und ihre Wortäußerungen ließen an Klarheit keine Wünsche mehr offen. Russland scheint mit allen Entscheidungsstrukturen entschlossen zu sein, keinen Schritt mehr zurückzuweichen und klare Grenzen für die NATO, die USA und weitere westliche Staaten aufzuzeigen. Der Abgeordnete der Staatsduma, Ruslan Balbek, kommentierte, dass Russland bereit ist, dem Westen die Zähne zu zeigen. Dach Zapadu Posubam. Der Abgeordnete reagierte damit auf Drohungen aus den USA, dass Russland für alles teuer bezahlen werde. Man habe bereits teuer bezahlt, so der Duma-Abgeordnete, als man in den 90er Jahren den Versprechungen des Westens Glauben schenkte und betrogen worden sei. Russland wird keinerlei Äußerungen des Westens mehr als Handlungsanweisung entgegennehmen, sondern wird das tun, was es für richtig halte. Und wenn es nötig ist, Truppen zu verlegen, setzte der Duma-Abgeordnete fort, so werden wir so viele Truppen auf unserem Territorium verlegen, wie wir es für richtig halten. Wird jemand uns zu nahe kommen, werden wir ihm die Zähne zeigen. Am vergangenen Wochenende meldete sich Maciej Wiśniewski, ein polnischer Militärexperte, zu Wort. Er beschrieb zwei Szenarien für einen möglichen Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Ein Krieg, auch wenn dieser nur lokal begrenzt geführt wird, wird den Zerfall der Ukraine zur Folge haben. Wenn dies nicht geschieht, wird die Machtstruktur in der Ukraine zusammenbrechen. Die neue Machtstruktur wird dann den engen Schulterschluss mit Russland suchen. In der sonntäglichen Sendung Moskau Kreml Putin erklärte der Pressesprecher Putins, Dmitri Peskow, dass die gegenwärtige Situation für Russland eine Gefahr darstelle. Und Russland unternehme alle notwendigen Schritte, um dieser Gefahr zu begegnen.